Hallo, wir werden euch gleich zeigen, wie man einen mathematischen Zaubertrick löst. Als erstes werden wir euch den Trick zeigen. Wir haben uns für die Zahl 42 als Beispiel entschieden. Der erste Schritt ist, unsere Anfangszahl, in unserem Fall 42, mit 11 zu multiplizieren. Da kommt dann raus 462. Der nächste Schritt ist, das dann mit 111 mal zu nehmen, wo dann 51.282 herauskommt. Der jetzt folgende Schritt besteht daraus, dass wir jetzt durch 3 teilen müssen, wo wir dann das Ergebnis 17.094 herausbekommen. Anschließend mal 91, da kommt dann raus 1.555.554. Als nächstes teilen wir die Zahl durch 37. Daraus ergibt sich die Zahl 42.042. Der jetzige Schritt ist, die mittlere Zahl, in unserem Fall die 0, wegzustreichen. Übrig bleibt 4.242. Der letzte Schritt besteht daraus, unsere jetzt vierstellige Zahl durch 101 zu teilen. Nun haben wir wieder unsere Anfangszahl 42. Das war unser Trick und jetzt kommt die Erklärung. Da es im späteren Verlauf des Tricks wichtig wird, dass man eine Zahl aus dem Ergebnis streicht, kann man nicht einfach x nehmen. Deswegen haben wir uns für 10a plus b entschieden. Die 10 steht für die erste Ziffer der zweistelligen Zahl, das b für die zweite Ziffer. Als nächstes wird unsere Zahl mit 11 multipliziert. Nun haben wir 110a plus 11b. Der nächste Schritt ist, dies nun mit 111 mal zu nehmen, wo dann rauskommt 12.210a plus 1221b. Nun teilen wir unsere Zahl durch 3. Das Ergebnis daraus ist 4070a plus 407b. Jetzt mit 91 mal nehmen, wo wir dann herausbekommen 370.370a plus 37.037b. Jetzt müssen wir durch 37 teilen. Da kommt dann raus 10.010a plus 1001b. Nun müssen wir die mittlere Zahl unseres jetzigen Ergebnisses streichen. Sprich, wir haben 1010a plus 101b. Als letztes teilen wir nur noch durch 101 und schon haben wir wieder unsere Anfangszahl, in unserem Fall 10a plus b.